Am Übergang des Kotflügels zur Türe wurde das Blech mit Kleckostiften fixiert. Zieht man nun die Stifte heraus, kann man das entsprechende 3 mm Loch gut mit einem Machtschweißgerät ausschweißen. Die entstandene Schweißnaht wird nun zuerst einmal plan geschliffen. Natürlich hat sich das Blech durch die Hitzeeinwirkung etwas verzogen. Dies spürt man am besten mit der flachen Hand. Diese Unebenheiten müssen nun herausgetrieben und geglättet werden. Eine zeitaufwendige Arbeit, die aber in jedem Fall das starke Auftragen von Spachtelmasse erspart. Sollte es noch im Blech einige Senken geben, könnten diese mit einem Spotter herausgezogen werden. Mit der flachen Hand wird das Ersatzblech abgetastet und an den Stellen, an denen das Blech leicht erhabene Beulen hat, wird das Blech vorsichtig geglättet. Dabei geht es keineswegs um kraftvolle Treibschläge, sondern vielmehr darum, sehr gefühlvoll die Spannungspunkte zu ertasten und das Blech so wieder zu glätten. Der Zeigefinger auf dem Hammerstiel verhindert zu große Treibschläge. Nun wird das Blech nochmals abgeschliffen und im Anschluss die Nahtstelle mit Berliner Blau Markierfarbe eingefärbt. Damit sieht man sehr gut, wo sich noch Unregelmäßigkeiten an den Nahtstellen befinden. Das Glätten erfolgt anfangs mit unterschiedlichen Kletterhammern. Erst wenn sich die Naht langsam legt und glättet, kann mit einer Karosseriefeile das Blech gestaucht werden.
Das Blech wird im letzten Schritt noch einmal abgeschliffen, so dass die Nähte flach werden. Eventuell muss die Naht noch einmal mit einem Treiblöffel bearbeitet werden. Final wird die Naht nun mit einem Zinnersatz ausgefüllt. Dieser Zinnersatz ersetzt die frühen Verzinnungsarbeiten mit Bleizinn. Diese Methode ist allerdings nicht mehr erlaubt und die Technik auch schon verloren gegangen. Dreimm hat einen solchen Zinnersatz, der mit Rotlicht ausgehärtet werden kann. Diese Technik ist ebenso stabil wie das frühere Verzinnen. Das Ersatzblech ist nun eingesetzt und das Fahrzeug kann nun fertig gemacht werden.